in der Schuldenfalle. Beispiel Neuenhof im Aargau. Echo, morgen 22.20 Uhr, SF1. Meine Damen und Herren, Viktor Giacobbo und Mike Müller. Vielen Dank. Guten Abend miteinander. Dankeschön, Dankeschön. Ja, merci vielmals. Ihr habt es ja gesehen, wir haben tatsächlich ein Problem. Wir suchen einen Sponsor und wir wollen ein für alle Mal von Anfang an klarstellen, der Sponsor hat uns nicht gekündigt. Seine Police ist einfach abgelaufen. Ganz genau. Und ich meine, das Schweizer Fernsehen hat alles gemacht, respektive ja. Die Sponsoring-Abteilung, oder? Die haben alles gemacht, um einen neuen Sponsor zu finden. Aber sie haben wahnsinnig viel zu tun gehabt. Sie sind überlastet gewesen. Sie haben im letzten Jahr sehr viele Überstunden müssen kompensieren. Und wenn das nicht gemacht wird in der SRG, dann wird man mit 45 zwangspensioniert. Und dann hätten wir ja gar keine Sponsoring-Abteilung gehabt, oder? Und auf jeden Fall suchen wir jetzt wirklich etwas Neues, und zwar dringend. Wir sind offen für alles, von Kebab bis Occasionspneu. Ja, machen wir alles. Sogar Private Banking würden wir machen. Nein, Occasionspneu ist das Niederste. Ja, okay, gut. Private Banking kommt nicht in Frage. Aber sonst machen wir praktisch fast alles. Und wir haben einfach auch einiges unternommen, damit wir wieder einen Sponsor finden. Wir haben nämlich einen Clip gemacht, der ein bisschen die Leute oder die Firmen soll überzeugen soll, dass man uns soll nehmen und wählen. Ja, du machst du mich, ja, du willst mich. Zusammen sind wir stark. Sehr schön, schöner Clip von uns. Viele Zuschauer haben uns geschrieben, habt ihr den Clip gesehen von der FDP Rheinach? Oder haben wir natürlich gesehen, das heisst, wir können es euch jetzt ja sagen, der Clip ist von uns. Sicher. Die FDP gibt es gar nicht. Nein, streng genommen gibt es auch gar nicht Rheinach. Ja. Aber was es gibt, das ist natürlich Willisau, und zwar im Kanton Luzern, und von dort ist Fräulein der Capo. Also das Hauptthema, das wichtigste Thema dieser Woche war natürlich der Aufmarsch von Ueli Maurer zusammen mit der ganzen Armeeführung vor der Presse. Und die haben uns dort mal erklärt, welches Modell sie genau wollen. Man würde vielleicht lieber den Ferrari fahren als den VW. Man soll nicht so tun, als ob wir uns einen Ferrari leisten können oder einen Ferrari brauchen. Nehmen wir einen BMW irgendetwas und Sie wissen, in 2 Jahren kommt er mit 10 PS mehr und eine Bremsleistung mehr. Dies ist auch mit einem qualitativ guten VW der Fall. Er hat Vierradantrieb, ist ein Kombi mit guter Ladefläche, hat einen starken Motor und ist mit Airbags ausgerüstet. Das Modell, das Sie dann 2 Jahre später enthalten, ist immer noch ein BMW X irgendetwas. Aber er hat vielleicht eine leicht bessere Motorenleistung, der Airbag ist anders, die Aschenbecher, was weiß ich was. Also, ich frage mich einfach, wenn sich jemand nicht einmal bei einem Auto entscheiden kann, wie soll er dann einen Flüger auswählen? Es ist einfach, für das Budget für einen neuen Kampfjet könnte man natürlich auch 30'000 Ferrari kaufen. Nicht? Ist auch ein Zweisitzer, das ist nicht auch wichtig. Nicht? Und dort würde man dann 60'000 Soldaten einbringen. Hey. Hallo? Und wisst ihr, was die Armee für ein Renommee hätte, wenn wir den Find mit 30'000 Ferraris würden angreifen? Super, oder? Also gut, wir müssen ein bisschen schauen, der eine oder andere Jugo müsste das steuern, oder? Ja, das ist klar. Aber es gäbe keine Dienstverweigerer mehr. Ja, das ist richtig. Jetzt ist Ueli Maurer, wie gesagt, mit seiner Armeespitze die Woche vor die Presse getreten und hat dort Auskunft gegeben. Es ist ein Bild, das man sonst eigentlich nur bei einer Generalmobilmache sieht. Ja, aber mir hat das Bild eigentlich noch gefallen. Wenn jetzt der Ueli Maurer einen Bauhelm hätte, hätte ich das Gefühl, das sind Village People. Ja. Ja?
eigentlich. Wenn sie würden singen. Machen sie aber nicht. Also gut, die Uniformen da, das ist einfach immer super zum Anschauen. Und die General, sind ja General, Drei-Stern-General, oder? Die haben Freude gehabt, dass sie mit dem Uli Maurer mal dürfen dort sitzen. Sie sind ja immer ein bisschen eifersüchtig auf den Bundesweibel, der die schönere Uniform hat und immer beim Uli Maurer sitzen kann. Ist ja auch schön gewesen für die. Aber das Wichtige an dieser ganzen Pressekonferenz war, dass einmal endlich einer von der obersten Armeeführung, nämlich der Herr Gigax, ganz klar, Gigax, gell? Gaxet hat? Ja, gaxet hat. Der Herr Gigax ganz genau erklärt hat, wie es mit dem Grippenkauf eigentlich steht. Bei Fakten, die nur schwach waren, also nur schriftlich vorhanden waren, ohne irgendwelchen Hintergrund, bewerteten wir sehr schwach in der Realisierung. Und immer das Ganze hochgerechnet bis 2015. Und wir sprechen jetzt vom Jahr 2008, 2009. Und haben nachher mit dieser Berechnung ungefähr die Entwicklungsschritte des EF analysieren können und haben ihm so dann von 2008, 2009 eine etwas bessere Note geben können im einen oder anderen Bereich. Noch Fragen? Ein oder anderer Bereich. Da müssen Sie also einer langschulen, bis es so redet. Wobei, wenn er so am Funk redet, verstehen die anderen nicht. Ja. Der Uli Maurer verteidigt den Grippen, wie der Grippen unser Land nie wird können verteidigen. Ja. Aber. Aber. Das ist eine Leistung. Ja, das ist eine Leistung. Danke. Aber er ist konsequent, oder? Er hat ja selber gesagt, er sei nicht wahnsinnig begeistert von dem Grippen, aber er genüge für das Land. Und das ist gemäss seinem Motto, dass er ja für das Land die genügendste Armee der Welt will. Ja. Nicht? Und es ist auch ein bisschen dreckig, immer jetzt auf dem Grippen rumzuhacken, auf einem Flugzeug, das es gar noch nicht gibt. Mhm. Hallo? Es ist auch schwierig, ein Flugzeug zu testen, das es noch nicht gibt. Das ist so schwierig, oder? Ja. Das muss mal einer können, das muss mal einer machen. Und oder? Es ist auch absolut vernünftig, dass die Armeeführung jetzt den Grippen etappenweise bestellen will, also in Tranchen, also immer nur die Teile, die es schon gibt. Ja. Und das ist eben auch kostengünstig. Ja. Also das muss man Uli Maurer sagen. Er findet einfach immer die kostengünstigste Variante, selbst im Detailhandel. Oder hat er geschaut, ob irgendetwas zu machen wäre? Ja, und ich meine, der Grippen ist ja so billig, da kann man auch mal ein paar mehr bestellen, weil es ist ja davon auszugehen, dass da mehr ein paar von diesen Flügern irgendwann in der Zukunft nicht mehr wird finden. Ja. Oder? Grippen, oder besser gesagt, Saab hat jetzt ja auch einen Werbespot geschaltet, um den Uli Maurer zu überzeugen. Der Werbespot wendet sich direkt an ihn. Der Grippen hat ein, zwei Makel. Da muss man dazu stehen. Er hat zum Beispiel ein bisschen Mühe bei Gegenwind. Also, wenn Beisen ist, müssen sie nach wie vor den F18 führen. Aber bei Föhn, oder? Jasse den Grippen das Loch ab. Es ist kein Zuschauen. Ja. Und dann hat das Flugzeug noch einen anderen Vorteil. Der ist ja kleiner als die anderen Kampfjets, auch ein bisschen schmäler. Hat auch nur ein einziges Triebwerk. Für die gegnerischen Kampfjets, oder? Die haben natürlich Mitleid mit dem kleinen Pfupf. Die Grossen haben Hemmungen. Der kleine Grippen, der genießt praktisch Welpenschutz. Ja. Oder? Also, ist eigentlich auch ist schlau, ist auch eine Taktik, ja. Oder? Und der Dings, weißt, man sagt ja, der Grippen gibt es ja gar noch nicht, oder? Der gibt's ja, der existiert nur noch auf dem Papier oder erst auf dem Papier. Jetzt kommt das uns eigentlich entgegen, weil der Find, den wir dann haben, der existiert ja auch noch nicht, oder? Den gibt es auch erst auf dem Papier. Und die Evaluation ist dann einiges komplizierter, um sich so einen Film zu besuchen. Es ist natürlich so, dass bis jetzt noch kein Schweizer Pilot den schwedischen Grippen geflogen ist. Ja. Außer an einem norwegischen Lokführer. Und der ist viel zu schnell in die Kurve hinein, oder? Und das hat die Bericht verfälscht. Ja, ja. No, da kann man doch nichts machen. Bei der jetzigen Zusammensetzung vom Bundesrat vermisst man natürlich jetzt einen Mann, der vom Fliegen etwas versteht: der Hans-Uli Merz. Ja. Hans-Rudi Merz. Das werden wir schmerzlich vermissen.
Der Uli Maurer, der wird ja von seinen Find als schwedische Drohne bezeichnet. Finde ich ein bisschen unfair. Ja. Finde ich wirklich ein bisschen unfair. Er sagt ja auch, seine wirklichen Fachleute, die fänden den Grippen nämlich gut. Und seine wirklichen Fachleute, das sind seine Leute aus der eigenen Partei. Das sind die zwei Kampfpiloten da, Fuchs und Hess. Es sind zwei Freunde in einem Grippen, einen Testflug machen. Fliegen auf zu den Gipfeln und durchab den Gletscher nachher. Hinten sitzt der Blattmann André und der Uli, der sitzt vor. Und es rattert und brummelt um sie herum, der Motor. Da ruft der, der hinten sitzt, der Flieger taugt nichts, du musst landen. Wie was sagst du, ruft der Uli, ich habe den Testbericht nicht verstanden. Wie was hast du gesagt, ruft der Blattmann, warum landest du nicht grad? Die schwedische Flieger jetzt nicht zu nahe, ruft der Uli, wär doch schade. Im Evaluationslärm hat der Uli nicht verstanden, dass der Grippen nicht fährt hat und dass er sofort landen sollte. Darf das Maul jetzt plötzlich still. Und bevor ein Flieger runterfällt, ist die ganze Sache vom Tisch, weil nämlich das Volk zum Kauf Nein sagt. Also, über die Pressekonferenz, die letzte Woche von Uli Maurer und der Armeeführung, ist ja viel geredet worden. Es ist kommentiert und bewertet worden. Die einzige gültige Bewertung hat die Pressekonferenz aber gestern auf unserem Sender da bekommen. Drei rote Kreuze bedeutet sofort ab in Hangar zur Generalüberholung. Cabin Crew, prepare for takeoff. Bist du frei für die grössten Schweizer Talent? Hallo, mein Name. Ich begrüße Sie meinerseits ganz herzlich. Ich sehe fünf nervöse, aber sichtbar auch motivierte Herren. Dann wünsche ich mir viel Spass bei der grössten Schweizer Talentbühne. Oh, la, 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 la. Denkt immer daran, ihr seid für das Vaterland im Einsatz. Es reicht noch nicht ganz. Also rein von der Performance her finde ich auch, oder? Man kann sich verbessern, oder? Es war nicht so optimal und perfekt. Aber mir hat es diese Idee gefallen und ihr seid so sexy. So herzig. Schätzeli. Knackig. So kann es einem gehen. Ja. In Italien hat es diese Woche einen Prozess gegen einen Schweizer Unternehmer, gegen Herrn Schmidheini, weil in seiner Asbestfabrik über 800 Leute gestorben sind. Jetzt muss man sich fragen, warum gibt es in der Schweiz nicht so einen Prozess? Weil sich das Asbest nicht an die schweizerischen Verjährungsfristen hält. Mhm. Also, wir haben ja in der Schweiz auch so eine Firma von Herrn Schmidheini, die heisst Eternit. Und in der Schweiz versucht man jetzt ja, dort hat es auch Opfer gegeben, dort versucht man ja, die Verjährungsfrist ein bisschen umzusetzen, weil die Krankheit eine gewisse Zeit braucht, natürlich, bis sie ausbricht. Das hat jetzt schon zu Diskussionen geführt und die FDP hat gesagt, sie fände die Aufsetzung der Verjährungsfrist nicht so gut, weil die Firmen, die Betroffenen, die müssen dann so lange noch Dokumente aufbewahren. Verrückte. Und das ist natürlich eine humanitäre Katastrophe. Ja. Nicht? Da muss man natürlich eine Güterabwägung machen. Ja. Was ist jetzt schlimmer? Hunderte von Asbesttoten oder eine arme Firma, die die Dokumente so lange aufbewahren? Ja. Es ist tragisch. Aber was passiert jetzt mit Eternit? Eternit, ich vermute, ja, das ist eine Krisenfirma. Die muss jetzt wahrscheinlich auch die Raiffeisen aufkaufen, oder? Ja. Die kauft die alles auf, eure Krise. Hey, Raiffeisen wäre ein Sponsor für uns, apropos Krisenfirma. Nein, man hat gesagt, wir gehen nicht unter Occasionspneu. Ah, das stimmt, das stimmt. Das also, stimmt, es das ist stimmt. Sehr erstaunlich, dass es so einen Prozess gibt in Italien, ein Land, das jahrelang von einem Verjährungsspezialist regiert worden ist. Unter dem Berlusconi wäre so etwas nicht passiert, oder? Der hat Asbest zum Heilmittel erklärt und in die Verfassung genommen. Ja. So.
Und wir tun ein bisschen die ganze Stimmung ein bisschen auflockern, weil wir kommen zu unserer schönen Rubrik «Kleine Tricks». Und wir haben heute wieder so einen kleinen Trick da und begrüßen bitte den heutigen Kandidaten. Hallo. Ich bin der Victor. Wie heisst du? Ich bin der Joshua Wernli. Und woher kommst du? Aus Luzern. Und Joshua, was machst du für einen Trick für uns? Ich mache einen Kugeltrick. Ein Kugeltrick? Genau. Bitte sehr. Das ist der Joshua mit dem Kugeltrick. Vielen Dank, Joshua aus Luzern. Ist gut. So. Ja, Mike, wir müssen hier schauen, oder? Mike, man kann es auch übertreiben, echt. Nein, ich finde das richtig. Lass mal, Victor, sowieso, ich wollte dir noch etwas zeigen, schnell. Warte schnell. Ja, wer und, bin ich? Und was ist das jetzt? Wer bin ich? Ja, Simon Amann. Simon Amann. Nein. Lass, es tut mir leid, aber das funktioniert nicht. Du gleichst nicht entfernt am Simon Amann. Wieso? Das ist, du bist ja jetzt selber drauf gekommen, dass es der Simon Amann war. Ja, weil ich weiss, dass du den Simon Amann machen willst. Nur drum. Nun, aber einen Kaffee nimmst du, hä? Ja, den nehme ich. Ja. Los, Mike, wir müssen sowieso über etwas reden, wo du auch involviert bist, nämlich wegen der letzten Sendung. Das haben Sie vielleicht gesehen. Es ist mir gar nicht recht, aber wir haben ja einen kleinen Bericht gebracht über Schlieren. Nicht? Und der Stadtpräsident hat das offenbar nicht so witzig gefunden. Vermutlich hat er den sehr positiven Bericht hat er gemeint, wir meinen das ironisch. Nicht? Aber wir haben es ernst gemeint, wisst Sie, Herr Stadtpräsident. Und das ist mir jetzt ja nicht recht. Ich meine, ich bin ja selber schockiert gewesen. Oder ich habe ja den Bericht erst daheim gesehen, nicht? Am Fernsehen. Ich habe ja hier geschafft, ich kann ja während dem Schaffen nicht Fernsehen schauen, oder? Ich habe es daheim gesehen und bin sehr schockiert gewesen, Mike. Wirklich okay. Sehr schockiert. Gut, also gut, ich gebe es zu. Ich habe in diesem Bericht auch Zeug unterschlagen. Zum Beispiel, dass der Sami Saviris sein Ferienparadies zuerst in Schlieren hat wollen machen, oder? Ja. Und dann wegen Schneemangel hat sich der Werkschnäbeler auf Andermatt zurückgezogen. Ja, genau. Okay, aber dafür ist Andermatt jetzt eingeschnitten. Schlieren leider nicht. Ja, Mike, bitte aufhören. Also, wir wollen das Ganze wieder gut machen. Der Mike hat sich bereit erklärt, er wird einen Auftritt haben in Schlieren in nächster Zeit, und zwar zusammen mit der FDP Reinacht und der Dirigieren. Was? Sicher nicht. Ja, sicher nicht. Alles Wiedergutmachung. So, und jetzt gehen wir zu einer anderen Krisenregion, und zwar Griechenland. Du, fahrst jetzt du das nächste Jahr wieder auf das Kreta? Los, ich weiss es noch nicht. Ich beobachte jetzt zuerst einmal die Entwicklung an den internationalen Finanzmärkten. Und wenn das so kommt, wenn ich es vermute, dann kommt über kurz oder lang der Eurobond und dann fliege ich wieder runter. Aha, es klingt einleuchtend, aber so nicht, ich komme nicht ganz draus. Ja, dann frag. Eben, die Griechen müssen jetzt die Schulden tilgen. Das heisst, sie müssen die Aktiven verflüssigen. Jetzt erklär du mir mal, wie du mit ein paar lumpigen Oliven, Feta und Oberschienen auf dem Weltmarkt spuckst. Jetzt bist du dran. Los, Benut, bist kein schlechter Keib, aber betriebswirtschaftlich bist du ein Pfeife. Das hat er schon damals gesagt, dass du deine Taxilizenz abgeben musst. Was hat jetzt mein Taxiunternehmen mit den Griechen zu tun? Lass mal zu. Griechenland ist wie ein Taxi, wo der Fahrer noch seine vier Ersatzfahrer auch im Auto rein hat, die auch bezahlt werden müssen. So kommen sie natürlich nie auf den grünen Zweig. Jetzt hör mal auf. Ein Taxiunternehmen ist um einiges komplexer als so eine mediterrane Volkswirtschaft. Stopp, jetzt mal mit den jungen Pferden. He?
Türkei ist auch ein Meridian und es läuft nicht tipptopp. Einverstanden. Aber dann sollen Merkel und der Sarkozy den Türken sagen, ihr könnt in die EU kommen, aber ihr müsst das Griechenland im Baurecht übernehmen und wieder auf Vordermann bringen. Genial! Gute Idee. Also, wir haben noch eine kleine Meldung, oder besser gesagt, einen kleinen Streit aus der Kultur. Es hat ein bisschen Staub aufgewirbelt, dass der Welche Dokumentarfilmemacher, sehr renommiert, hat mal Mais im Bundeshaus hat er gemacht. Der will ein Dokumentar, er heißt Jean-Stéphane Bron, er will einen Dokumentarfilm machen über den Christoph Blocher. Und der Bund will sich an den Kosten mit etwa 260.000 Franken beteiligen. Jetzt sind da natürlich die Linke in Empörung ausgebrochen. Ich meine, es ist doch offensichtlich, dass linke Staatsgelder nur für Linke da sind und nicht für Rechte. Ja, das ist doch mal ganz klar. Aber sicher. Oder? Wo kommen wir da an? Man hat gescheiter einen Film gemacht über eine linke Persönlichkeit. Ja. Zum Beispiel über die Jacqueline Fehr, die jetzt von der rechtssozialdemokratischen Fraktion demütiger worden ist. Oder? Ich verstehe eben die Linken schon. Sie finden es nicht gut, dass man mit Staatsgeld einen Film über einen Blocher macht. Ich hätte es besser gefunden, wenn man mit Blochengeld einen Film über den Staat gemacht hätte. Das ist jetzt überlegt. Und man hätte doch einen richtigen schönen linken Dokumentarfilm machen können. Zum Beispiel über eine muslimische Lesbe, die vom Dorf Beschneider schwanger ist und muss als Tennerkassiererin arbeiten und in der Freizeit gern tanzt. Ja. Das wäre ein Beitrag, Gopfendeckel, der Geld hätte sollen bekommen. Der Stéphane Bron der vervollständigt jetzt einfach eine Trilogie über historische Persönlichkeiten von der Schweiz. Mhm. Dallabach, Sennetunschi, Blocher. Ja. Und wie heisst denn der neue Film? «Mais im Bundeshaus 2»? Sequel oder was? Oder «Achtung, fertig, Christoph»? Oder wie heisst der? Wobei, weißt, vielleicht macht ja bei diesem Film wieder der Bruder von Christoph Blocher mit. Der Lustige mit dem Sackwasser. Das wird doch lustig. Lustiger Film. Nein, das ist klar, dass es einen Dokumentarfilm muss geben mit dem Christoph Blocher, weil bei einem Spielfilm gängt das nicht, weil bei jeder Szene ruft da einer drei Klappe. Ja. Und das würde er sich nicht gefallen lassen, das ist ganz klar. Das würde er sich nicht gefallen lassen. Ein anderer Dokumentarfilm, ich meine, wer es auch verdient hätte, wäre einer aus seiner Partei, zum Beispiel der Toni Brunner, oder? «Mein Leben als Verdingbub». Ja. Oder? Ja, ein schöner Film. Das hätte einen schönen Film gegeben. Ein schöner Film. Ja. So, und wir haben uns in letzter Zeit wieder mal ein bisschen umgeschaut und umgeschaut in der Slam-Poetry-Szene und wir haben festgestellt, dass es dort einen neuen, jungen Star gibt. Nämlich eine Frau, die überzeugt und die Leute auch ein bisschen zum Schudern bringt mit ihren tief traurigen, düsteren und schwarzen Texten. Wir haben gefunden, das ist jemand, der zu uns kommen muss. Und sie ist heute Abend hier bei uns. Begrüßen Sie recht herzlich Taisel Brugger. Tiere quälen. Ich saß am Teich und ließ meine wolligen Hobbitfüße baumeln. Kurz entschlossen griff ich nach dem Brot in der alten Stofftüte neben mir, riss ein paar Fetzen ab und warf sie dem Schwan, der vor mir im Wasser herumlümmelte, an den Kopf. Es war ein 2 Wochen alter Leib Pumpernickel mit Urdinkelextrakt, so dass es auch richtig schön kratzt in den Schwanenaugen. Klammerbemerkung, ich weiß gar nicht, ob Schwäne Kontaktlinsen tragen, aber wenn ja, dann hoffe ich doch sehr, dass etwas Urdinkelextrakt unter die Linse gerutscht ist. Aber ich glaube eigentlich nicht, dass sie Kontaktlinsen tragen, denn das wäre ja schon sehr eigenartig, zumal sie nicht einmal Daumen haben, mit denen sie beim Anziehen der Linsen ihre unteren Augenlider herunterhalten könnten. Klammerbemerkung zu Ende. Schön war es zu sehen, wie die grazilen Tiere sich um den gebackenen Teigklumpen rissen, schöner noch als diese Kalender von dicken Babys in Blumentöpfen. Wie ich da am Teichrand saß und die fetten Schwäne fütterte, die alten Leute um mich schauten mich ganz neidisch an. Ja, so einen kräftigen Wurfarm hatten die schon lange nicht mehr gesehen. Einer verschluckte noch beinahe sein Gebiss vor lauter Bewunderung. Da überlegte ich mir schon, warum wir Menschlein denn andere Tiere essen mussten, wo wir doch Pumpernickel hatten, mit Urdinkelextrakt. Wäre es wohl anders, wenn da Wesen wären, die uns Brot zuwürfen und lächelten jedes Mal, wenn wir im Gesicht getroffen würden?
einer der Schwäne oder Schwäninnen, ich weiß gar nicht, wie man die auseinanderhalten kann, sollen die sich doch auch so grüne Bademützchen aufziehen wie die Erpel. Dann erkennt man sie wenigstens und würde man die Schwäne, wenn sie dann die Mützchen übergestülpt hätten, wohl Schwärpel nennen, denn das wäre ja ein überaus merkwürdiges Wort. Einer der Schwäne also blickte mich böse an. Vielleicht war er gar nicht böse, aber er wirkte so, als ob er wirklich böse wäre. Aber andererseits wirken Schwäne ja immer böse, scheiß Misanthropen. Na gut, wer kann es ihnen denn schon verübeln? Ich wäre auch böse, wenn Natalie Portman den Ruf meiner ganzen Spezies versaut hätte. Er blickte mich also böse an und sagte, von sich selbst überzeugt und aus tiefster Brust, »Gib mir mehr Brot, oder ich kack dir ins Gesicht.« Er musste wohl wahnsinnig geworden sein, so mit mir zu sprechen, und entrüstet pustete ich ihm die letzten Brotkrumen in die Augen, bis er bitterlich weinte und so ein hämisches Lächeln auf mein Gesicht zauberte. Es war mir eine wahre Freude, ein weinender Schwan. Nach Jahren der Unterdrückung hatte ich endlich genügend Mut aufgebracht, um mich zu wehren, und mir wurde klar, dass es doch nicht generell falsch sein konnte, Tiere zu essen, denn wie bei den Menschen gab es durchaus auch Arschlochversionen unter den Tieren. Sozusagen die Mike Shivas der Fauna. Und wieso sollte man die nicht essen dürfen? Die sind ihres Lebens doch ohnehin nicht mehr froh. Und da wäre es ja eine wahre Erlösung, könnten sie auf meinem Teller als schwerverdauliches Schwanenschnitzel enden. Ob sie dann auch schmecken, das ist eine andere Frage. Und wie? Ganz bitter vermutlich und zäh. Einfach alt. So wie man sich als junge Frau halt den Geschmack von Kachelmann vorstellt. Wenn man schon Fleisch essen muss, so sollte man doch viel eher ein todtrauriges als ein glückliches Huhn essen wollen. Ja, wieso kann es nicht einmal ein suizidaler Seelachs sein oder auch einmal eine Borderline-Bordelaise mit Bindungsproblemen? Und was passiert mit all den Emo-Kühen, die mit den aufgeritzten Eutern? Isst die denn niemand? Ja, lasst doch all die Biotierchen am Leben und stürzt euch auf die Batterien, Hühner und lichtlosen Lämmchen. Kauft den emotionalen Dreck und fresst ihn und lasst die frohen, weltfremden Birkenstocksandalen tragenden Biotiere mit ihrem wallenden Achselhaar weitergrünstes Gras verdauen. Es würde ja schließlich auch niemand auf die Idee kommen, ein Rudolf-Steiner-Schulkind zu essen. Aber wo kämen wir denn dahin, wenn wir alles Unglück dieser Welt in einen Topf werfen und anschließend verspeisen würden? Ja, wer würde denn dann noch in Banken oder Polizeistationen arbeiten? Wer von der Cablecom riefe bei mir am Heiligen Sonntag an, hm? Dann wären Sven Epinay und ich ja die einzigen Überlebenden. Nein, das kann ich nicht verantworten. Mit dem Lümmel will ich sicher nicht Adam und Eva spielen, um die Menschheit zu retten. Zumal ich sicherlich die Rolle des Adam übernehmen müsste. Also spuckte ich den Schwan wieder aus und kaufte mir auf dem Heimweg noch einen Laib Pumpernickel mit Urdinkelextrakt. Häseldrucker. Also, wir haben hier einen Informant von der Raiffeisenbank, der uns ein internes Dokument anbietet, das beweist, dass die Bank offenbar doch amerikanische Steuerfluchtgeld von Wegelin übernommen hat. Mit dem könnte man doch ein bisschen Druck machen, auf der Pierre Vincent. Super. Wann verkaufen wir das? Der SP, Finma, der Media? Ich bin nicht sicher, wie alt die Information ist. Wenn es veraltet ist, verkaufen wir es der Sonntagszeitung. Die haben doch schon am letzten Wochenende an der veralteten Krippenuntersuchungsbericht. Agentur Ratsch und Betz, Whistleblower Service, Ratsch am Apparat, wie kann ich Ihnen helfen? Jo, denunzieren ist nicht der richtige Begriff. Wir handeln professionell mit verdeckten Informationen, Sie verstehen? Wenn wir die Informationen verkaufen können... Agentur Ratsch und Petz, bei der Peter Petz. Also jawohl, das sind die richtigen Konstantin. Ich habe es versucht, aber wisst ihr, dass der Sepp Latter als Jugendlicher einen Opferstock plündert hat im Wallis, interessiert offenbar vor dem Hintergrund von der späteren FIFA-Schmiergeldzahlung niemand. Nein, blicken Sie nicht wollen. Und die Walliser CVB nur, wenn ihr eventuell Hintergrundinformationen hat von einem Hotelangestellten von Peter Bodomann wegen einer möglichen Steuerhinterziehung. Hallo? Abgehängt. Ratsch und Petz, Reto Ratsch. Ja, guten Tag, Frau Assia. Nein, das können Sie uns nicht schicken. Wissen Sie, das können wir nicht einmal der Glückspost verkaufen. Dass damals die Whitney Houston bei Ihnen in der Garderobe ein Haarspray geklaut hat. Ja, ich weiß, dass Ihnen der Polo Hofer die Alpenrose abkupfert hat. Okay, also, ja, dann verkaufen Sie es halt den Wikileaks. Okay, guten Tag, Frau Assia. Es tut mir auch leid, Herr Köppel, wenn ich das Swisscom oder Aldi und Denner zu wenig ist, aber im Moment kommt einfach wenig rein. Jeden doch das von der Nathalie Ricci.
Ah, wir haben noch eine Meldung von jemandem, wo wir den Namen nicht dürfen sagen. Der nicht gewählte SVP-Fraktionsvize und Ständerat Kuprecht überfährt offenbar jeden Tag vor seinem Haus eine Stoppstrasse. So etwas ist doch krank, oder? Nein, von einem Eurokonto von einer Schwägerin von Herrn Hildebrand, den kenne ich. Okay, schönen Tag noch. Du, wenn ich gleich eine fette Information reinkommt. Ratsch und Betz, ich bin der Ratsch. Ja, natürlich persönlich. Was? Eine Überprüfung von der Steuerbehörde? Wer hat Ihnen etwas von meinem Cayman Island-Konto erzählt? Ach so. Der Herr Petz. Und wissen Sie vom Steueramt, dass der Herr Petz sein Schwarzgeldkonto seiner Frau überschrieben hat? Kantonspolizei. Ja, ich möchte eine Anzeige machen gegen Herrn Reto Rätscherfahrt mit ihrer alten Autobahnvignette. Und wissen Sie, dass er als Teilhaber von Rätsch und Petz seit Jahren kein AHV abgerechnet hat? Und dann noch ein Versicherungsbetrug, ebenfalls vom Herrn Rätsch. Es geht um eine angeblich gestohlene Videokamera. Du trauriger Denunziant, du korrupte Sau! Habt ihr das gehört, Herr Kommissar, wie ihr euch genannt hat? Das ist Beamtenbeleidigung. Für den Hinweis bekomme ich doch eine Belohnung über, oder? Schöne Brille. Danke. Und wir unterhalten uns jetzt mit dem Präsidenten der zweitgrössten Partei der Schweiz. Er ist Nationalrat, kommt aus dem Kanton Fribourg. Und Sie wissen natürlich, wen er heisst. Begrüßen Sie ihn recht herzlich. Es ist der Christian Löwra. Herr Löwra, guten Abend. Schön, dass Sie hier bei uns sind. In dieser Woche habe ich ein bisschen den Eindruck bekommen, dass eigentlich Parteipräsidenten gar nicht mehr so wichtig sind. Viel wichtiger sind Fraktionschefs und vor allem Fraktionsvize. Also bei euch ist Frau Fehr überraschenderweise als Favoritin nicht gewählt worden. Ja. Stattdessen ein Herr Tschümperlin aus Schweiz. Und ich habe das Gefühl, ihr Effen fängt in jeder Beziehung fängt die SVP an. Also das heisst, die Frau geht unter mit nur zwei Stimmen Unterschied. Ja, ein kleines Unterschied hat es schon gegeben. Wir mussten nicht zweimal wählen, um das die Prognosen der Zürcher Medien zu bestätigen oder nicht. Es gab einfach eine Wahl und das Wahlergebnis ist jetzt bekannt. Das ist Demokratie, es funktioniert so. Ja, aber ihr habt ein bisschen Lampen in der Demokratie jetzt gerade, hey, eure. Nein, es gibt Diskussionen, das finde ich richtig. Wir hatten zwei starke Persönlichkeiten, einer von beiden musste den Kürzeren ziehen. Ja. Gut, das sagen Sie jetzt ja so schön diplomatisch, weil es ist dann eigentlich Ihre Favoritin gewesen. Nein, sagen wir es so. Das ist eine tendenziöse Favoritin. Aber tendenziöse Frage. Da muss ich eingreifen. Wenn Fragen nicht tendenziös sind, dann zählen Sie nicht. Nein, wir hatten einfach zwei sehr starke Persönlichkeiten. Ja. Jacqueline Fehr ist Vizepräsidentin der Partei. Ich bin froh, dass sie Vizepräsidentin der Partei bleiben wird. Immerhin. Andi Tschümperlin einfach. Sie ist, glaube ich, ein bisschen weniger froh. Ja, sie hat versucht, Fraktionschefin zu werden. Es hat nicht ganz geklappt. Aber schauen Sie, also das Wesentliche ist, dass uns beide erhalten bleiben, dass wir mit beiden eine gute Politik fortführen können. Und, ich war ein bisschen enttäuscht von der SP, muss ich sagen. Weil ich dachte, die haben sie so schön. Oder da ist so der Mensch, jeder ist verwirklicht. Und jetzt habe ich gemerkt, die haben Auseinandersetzungen bei euch. Wir hatten ein Luxusproblem, zu viele gute Kandidaten und haben darauf verzichtet, abstimmen zu lassen, bis das Ergebnis den Zürcher Medien entsprochen hat. Das ist das Unterschied mit anderen Parteien. Es hat ja heute vor allem ein bisschen Grumor bei den Jusos, oder? Das ist ja so ein bisschen die linke SVP innerhalb von der SP. Die machen immer ein bisschen Ärger. Wieso ist eigentlich Frau Fehr so beliebt bei diesen ideologischen Jungen? Ich glaube, Sie haben ein bisschen ein falsches Bild von Andi Tschümperlin. Er hat ab und zu Krach mit Ihnen gehabt. Aber ist doch ein Lustiger, der macht Fasnacht, habe ich heute gelesen, im Sonntagsblick. Ja, das finde ich gut. Hat eine lustige Maske, die trägt er aber nicht in der Fraktion, oder? Nein, in der Fraktion ist vor allem Ernsthaftigkeit angesagt. Okay, also, ganz mit der Maske wird es nicht schaffen. Gut. Also jedenfalls eine gute Lösung, tolle Lösung, sagen Sie als Präsident.
Ja, ich sage, das ist eine gute Lösung, das ist eine demokratische Lösung. Mhm. Und ich bin froh, dass beide uns erhalten werden, sowohl Frau Fehr wie Andy Cimperlin. Sie sind ja jetzt auch noch ein bisschen beschäftigt mit anderen Themen als mit der eigenen Partei, nämlich zum Beispiel, ja, wir haben es vorher gesehen, Grippen, Kampfjet. Jetzt, die SP hat ja da ein bisschen eine komische Haltung. Also eigentlich müsstet ihr ja sagen, wir kümmern uns nicht darum, weil wir wollen ja die Armee sowieso abschaffen. Also jetzt wollen Sie die Armee gleichzeitig abschaffen, aber Sie mischen sich in die Diskussion hier. Nein, also ich glaube, Widerspruch. Ja, ich glaube zuerst, dass der XOA sich auflösen könnte und Uli Maurer zum Ehrenmitglied ernennen sollte. Er wird es alleine schaffen, das Grippen zu verhindern. Wir müssen uns nicht groß darum kümmern. Das ist umso mehr, dass die Finanzierung des ganzen Übung ziemlich transparent ist. Er ist der Meinung, dass man bei der Landwirtschaft kürzen muss, beim öffentlichen Verkehr und bei der Bildung. Es scheint mir den richtigen Mix, um sicher zu sein, dass wir eine Volksabstimmung gewinnen werden. Gut. Aber Herr Löwerau, Sie sind ja persönlich als SP-Präsident, oder müssen Sie sich ja, Sie müssen eigentlich mustergültig sein gegenüber einem Parteiprogramm. Also Sie persönlich sind für die Abschaffung von der Armee. Ja, es ist allgemein bekannt, dass ich anders gestimmt habe an unserem Parteitag in Lausanne. Ist das allgemein bekannt? Ja, es ist so. Es ist so. Aber, Scheiße, wenn man eine Partei muss führen muss. Nein, das gehört dazu. Ich meine, die SVP hat Uli Maurer. Die FDP muss mit Johann Schneider-Ramann irgendeine Lösung finden. Die CVP ist das Christoph Derble. Bei uns ist das Parteiprogramm ist halb so schlimm. Ehrlich, okay. Also das finde ich eigentlich bemerkenswert, wenn Sie als Parteipräsident sagen, das Schlimmste an Ihnen ist euer Parteiprogramm. Nee, das habe ich auch nicht so gesagt. Also das Schlimmste an Ihnen ist unser Parteiprogramm. Das Parteiprogramm ist ja sowieso interessant. Dort, ich habe es nämlich noch mal schnell gelesen, steht eben, wir sind für die Abschaffung, für die Armee. Aber bis es so weit ist, muss man sie noch umbauen. Mhm. Ist das die kostengünstigste Lösung, dass man zuerst etwas umbaut, bevor man es abschafft? Ich würde sagen, dass die jetzige Frage relativ einfach zu beantworten ist. Die kostengünstige Lösung für die 22 Jets ist, sie nicht zu kaufen. Und ob Grippen, Eurofighter, Rafale, das ist ziemlich zweitrangig. Und wenn man sie trotzdem kauft, macht er sicher einen Kompromiss, wie zum Beispiel nur halb voll tanken, Flugzeug oder so. Ja, ihr seid ja Kompromisspartei. Oder nur ein Flügel, oder? Oder nur ein Flügel. Das wäre noch praktisch, in der Schweiz fliegen zu können. Diese... Aber helfen Sie uns jetzt. Was ist denn eigentlich genau Ihre Position jetzt bei dem Kampfjet-Kauf? Kein Kampfjet. Also das ist schon sinnlos, 22 Kampfjets zu kaufen und dafür in der Landwirtschaft, im ÖV und in der Bildung zu kürzen. Was das Land braucht, ist nicht Kampfjets. Das Land braucht Innovation, es braucht Forschung, es braucht eine gute, gesunde Landwirtschaft, es braucht öffentlichen Verkehr, gute Infrastrukturen. Also wenn wir uns ein bisschen um unsere Kinder kümmern würden, dann würden alle das glasklar sehen, dass man in diese Richtung gehen muss und dass man die Jets wirklich vergessen kann. Der Übung von dieser Woche durch Uli Maurer und alle seine Generäle. Da, aber findet Sie das hat höchstens Unterhaltungswert, ist gut für Sie. Ja, natürlich. Also wir sind froh drum. Wie ist eigentlich Ihre Position, eben der Skandal, wo Ihr Link euch ja so ein bisschen aufregend, jetzt der Dokumentarfilm über den Christoph Blocher. Was sagen Sie da dazu? Sind Sie da so empört? Nein, eigentlich nicht. Ich finde, der jetzige Zustand von Christoph Blocher soll er ruhig filmen machen. Er macht ihn ja nicht selbst. Es wird übrigens gemacht. Aber warum? Warum denn die Empörung? Sind ja so ein bisschen Ihre Leute, ist ja von der Linken aus. Also die Leserbriefspalten sind voll, dass jetzt einmal so eine Subvention vom Bund an ein Porträt geht von einem Rechten und nicht an einem Projekt, das nachher von etwa 500 Leuten im Kino geschaut wird. Ja, aber das ist übertrieben. Es gibt immer so Dokumentarfilme über gefährdete Denkmäler und das soll jetzt weitergeführt werden. Ja. Aber man hätte doch jetzt einen Film auch können machen, vielleicht über jemanden von euch. Vielleicht über die Frau Susanne Lüttenegger
Leuthäuser Schnarrenberg, wie heisst das? Der Titel wäre zu lang fürs Plakat, das sehe ich, das geht mir nicht drauf. Aber man könnte doch jetzt irgendwie auch einen Dokumentarfilm machen über jemanden von euch. Ja, was würdet ihr sagen von der eigenen Partei, wer sollte dokumentiert werden? Also ich glaube, die guten Leute der Partei sollten weiterarbeiten. Gerade diese Woche müssen wir erreichen, dass es eine Art Selbstdeklaration für Bankkunden gibt, dass es Ende, dass Schluss ist mit den Schwarzgeldern, die Banken entgegennehmen. 3 Jahre nach der Finanzkrise haben wir in der kommenden Woche vielleicht mal die Chance, wenn Frau Widmer-Schlumpf es will, etwas an Fortschritten zu machen. Also meine Leute sollten arbeiten, wir sollten weiterhin in Richtung Finanzpolitik, Wirtschaftspolitik für Arbeitsplätze kämpfen und die anderen können ruhig Filmen machen. Das scheint mir eine gute Aufgabenteilung. Das sagen Sie jetzt so schön, Herr Löwerer, aber wenn ich Sie so höre reden, stelle ich fest, dass Sie offenbar auch ein Agent von den USA sind, oder? Weil Sie kritisieren. Ich habe irgendeine gewisse Kritik an den Banken festgestellt. Vorher. Ja, das würde, ist dazu, das so? Ja, dazu würde ich stehen. Ich glaube, wir haben viel zu viel Gewicht den Banken gegeben in den letzten 10 Jahren zulasten der Realwirtschaft. Am Schluss lebt die Schweiz von den Leuten, die am Morgen aufstehen, um arbeiten zu gehen und nicht von irgendwelchen Spekulanten. Mhm. Und das sind Werten, das sind Interessen, die wir vertreten müssen. Aber der hat ja mit der Frau Galmir auch lange so eine Bankenvertreterin im Bundesrat gehabt, oder? Nein, sie war Außenministerin der Schweiz. Genau, vorher. Nein, vorher war sie Finanzchefin in Genf. Ich muss ihre Privatbank regeln. Ganz ein dunkles Kapitel von der Sozialdemokratie. Ja. das stimmt nicht, aber Sie können einen Film darüber drehen. Und du musst ihn jetzt auch nicht daran erinnern, dass es noch Zeiten gab, wo an der Spitze von der SP Frauen gewesen sind. Stimmt, das ist recht. Es sind immer noch die 11. Frauen im Parteipräsidium der SP. Und ich werde dafür schauen, dass es weiterhin so bleibt. Eben, Sie sind ein Mann, der Fraktionspräsident ist ein Mann. Die Spitze ist jetzt wirklich mal. Eigentlich ist das ja die Partei, die Gleichstellungsbeauftragte. Die müsste man jetzt eigentlich einsetzen für die SP. Gibt es eine andere Partei, wo die Führung paritätisch zusammengesetzt ist? Wir sind 8 beim Parteipräsidium der SP, 4 Frauen, 4 Männer. Ich finde das richtig. Aber nicht nur aus kurzen Überlegungen, sondern weil es real die Qualität unserer politischen Arbeit verbessert durch den Einbezug. Und jetzt haben wir einfach eine Situation, die so ist. Sagen aber Firmen auch, wo keine Frauen an der Spitze sind. Wir haben jetzt gerade eine Situation, die so ist. Außer, dass wir 50% Frauen haben. Nennen Sie mir eine Firma, die 50% Frauen im Verwaltungsrat hat. Wir sind keine Firma, sondern eine Partei. Und wir sind deswegen die einzige Partei, die es so hat. Ja. Bei der SVP hat es zwei Wahlgänge gebraucht, bis Frau Ricklin hineingewählt wurde. Ja gut, aber es hat mich jetzt ein bisschen erstaunt, dass Sie Ihre Partei mit einer Firma vergleichen. Sie wollen den Kapitalismus abschaffen. Also das ist ein bisschen gegen Ihre eigene Partei gerichtet, Herr Löwer. Ja, hören Sie auf mit dem Kapitalismus. Nein, da höre ich nie auf. Wir sind in guter Begleitung. Wenn ich das angeschaut habe, was beim WEF gelaufen ist, war der Titel Kapitalismus überwinden. Es hat mich an etwas erinnert. Das war der Arbeitstitel des WEF, des Weltwirtschaftsforums in Davos dieses Jahr. Und wenn sogar Sie beim WEF das beginnen zu besprechen, dann sollten wir auch uns daran tun. Das ist ein Sieg im Marsch durch die Institutionen, oder? Also jetzt haben Sie schon das WEF übernommen von der Partei. Ja, wenn sogar Klaus Schwab gleich denkt wie wir, dann ist das ein Riesenfortschritt. Und wenn sich der Herr Schwab dann in eine Frau umwandeln lässt und bei euch Präsidentin wird, dann glaube ich eure Partei. Dann wird's Herr Löwer, vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind. Das ist der Christian Löwer. Schluss von der Sendung, aber kommen natürlich noch schnell zum Ausblick auf die nächste Woche. Die Schweizer Delegation vom European Song Contest schickt jetzt doch nicht das Dessiner Duo nach Baku, sondern die FDP Rinach. Und die Firma VW gibt bekannt, wenn die Schweizer Armeeführung ums Verrecken einen Kampfjet will, dann werden sie einen konstruieren. Und wir sehen uns wieder am nächsten Sonntag, dann 10 Sekunden früher, weil wir ja vorher keinen Sponsor haben, der die Sendung ankündigt. Es ist dann, glaube ich, ausnahmsweise oder abwechslungsreich, wie es wieder mal am 10 und nicht am Viertel abgelaufen wurde. Ich habe den Überblick schon längst verloren. Am 10 Uhr am nächsten Sonntag. Bis dann, habt eine schöne Zeit, schöne Woche. Ciao zusammen. Guten Abend am Essen.